Hallöchen, ihr Lieben, zu unserem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen Mario The Music Box, ein RPG-Maker XP-Horror-Game, das entwickelt wurde vom Team Ari. Und wie ihr seht, ist Mario der Hauptdarsteller. Und es gab schon eine Demo, aber da habe ich überhaupt nicht reingeschaut. Also ich habe echt keine Ahnung von dem Spiel, weiß noch nichts von der Story und freue mich deswegen sehr darauf. Genau, also ist wohl nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 13 Jahren. Also einfach, dass ihr Bescheid wisst. Genau. Hallöchen, bevor wir beginnen. Oh, ich glaube, ich mach's aus. Ist schon ein bisschen nervig, wenn das die ganze Zeit dieses Geräusch macht. Also ich mag's nicht so sehr. Ich glaube, ich disable es mal. Ja, so ist besser. Oh, aber klar wollen wir das Intro sehen, oder? Klar. Na, das war ja mal ein sehr cooles Intro. Es regnet. Ich habe gehört, in dieser Gegend regnet es immer. Keiner hat mir jemals erzählt, wo dieser Ort genau ist. Die Gerüchte besagen, dass es die Menschen lebendig frisst. Ich bin aber nicht hier wegen der Gerüchte. Ich bin hier, um herauszufinden, was mit den vermissten Personen geschehen ist. Jene, die an diesen Ort kommen, kehren nie zurück. Was ich wirklich wissen will, ist, wieso verschwinden die Menschen, wenn sie diesen Ort besuchen? Die Prinzessin erzählte mir, wo dieser Ort ist. Wir wollten eigentlich gemeinsam hierher kommen, um den Ort zu untersuchen. Aber ich entschloss mich, alleine zu gehen. Wegen ihrer Sicherheit. Ich wusste, dass es letztendlich eine Entscheidung sein würde, die ich bereuen würde. Gehe ich den richtigen Weg? Ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Das ist so cool mit den Geräuschen. Wo habe ich dieses Ding hingetan? Gefunden. Oh, direkt dort vorne. Ich bin ja doof. It's a me, Mario. Ich liebe Mario. Ich finde seine Stimme so cool. Das muss der Ort sein, von dem mir die Prinzessin erzählt hat. Das ist sehr einladend hier. Ich sollte schnell hineingehen. Es regnet immer schlimmer. Okay, mit den Arrow Keys können wir uns bewegen. Escape ist das Menü. Space, okay. Ja, alles wunderbar. Neuer Eintrag, da schauen wir direkt einmal. Ach, das ist ja cool gemacht. Oh, Journal. Da schauen wir mal rein. Okay, oder auch nicht. Es geht scheinbar nicht. Was haben wir denn noch? Ach, von hier aus. Oh, cool. Oh, das ist alles sehr schick gemacht. Das muss man schon sagen. Also sehr, sehr professionell, ne? Auch die Bilder sind toll geworden. Es hat lange gedauert, aber ich habe es endlich bis hierher geschafft. Ist irgendwie gruselig. Ich habe ein unangenehmes Gefühl bei der Sache. Was könnte das sein?
Es liegt vermutlich an dem Regen und dadurch ist der Ort hier so dunkel und, ja, gruselig halt. Ich hab's bis zum Haus geschafft. Alles klar. Oh, was haben wir hier noch? Key Items, Journal. Quitty und Savvy. Map haben wir noch. Ah, haben wir aber gerade wahrscheinlich nicht dabei. Super, okay. Und dann können wir uns jetzt hier umschauen. Ich bin nicht hierher gekommen, um Pflanzen anzustarren. Ja, da hast du ja auch recht. Ich gebe dir recht. Was haben wir hier? Achso, ja, sorry, noch mehr Pflanzen. Sieht aus, als hätte jemand den Namen weggekratzt. Das ist aber nicht nett. Wir könnten uns den Brunnen noch anschauen. Da glitzert etwas im Brunnen. Ah, vergiss nicht, Curiosity killed the cat. Neugierde hat die Katze umgebracht. Manche Entscheidungen können, ja, den weiteren Verlauf des Spieles verändern oder sogar deinen Tod bedeuten. Sei vorsichtig. Hä? Was ist das? Ich guck mal nach. Okay, wir haben eine rostige Crowbar. Ey, das ist eines dieser Worte, wo mir nie die Übersetzung einfällt, ne? Eine Crowbar halt. Das kann ich benutzen, um die Tür aufzuhebeln. Die wir noch gar nicht ausprobiert haben, wie man die überhaupt aufbekommt, aber egal. Okay, aber das finde ich lustig, dass tatsächlich solche Entscheidungen dazu führen können, dass einiges sich verändert scheinbar an der Storyline. Also das habe ich, glaube ich, also ich habe nicht so viel zum Spiel gelesen, aber es gibt schon verschiedene Enden, wenn ich das richtig verstanden habe. So, das ist eine Brechstange. Ich habe eben schnell nebenbei nachgeschaut. Steht hier vielleicht noch was anderes? Nee, überall wurden die Namen rausgekratzt. Sehr unangenehm. Das ist ein großes Haus, aber wieso befindet es sich mitten im Nirgendwo? Oh, ich sollte hineingehen. Ich sollte nicht im Regen zu lange rumstehen, sonst werde ich noch krank. Hast du recht. Alles klar, das sollte funktionieren. Okay, hier müssen wir immer auf Space drücken. Lalalala. Man kriegt vielleicht, wenn man es nicht schafft, ein Bad End oder Game Over. Manchmal ist es aber auch das Gegenteil. Oh, Schande, okay. Aber hier wird ja wohl kein Bad End kommen. Sondern ich muss es einfach nur schaffen, damit wir die verflixte Tür aufbekommen. Oh, sie ist kaputt gegangen. Verflixte Werkzeuge. Können nicht mal so einen simplen Job erledigen. Aber die Tür ist schon aufgegangen. Oh, ist das dunkel. Hallo, ist jemand hier? Ich weiß, hier ist jemand drin. Im zweiten Stockwerk gab es ein Zimmer mit Licht. Oh, es ist so dunkel. Ich glaube, ich schaue mir dieses Zimmer mal an. Vielleicht kann ich ja was finden, das mir den Weg leuchtet. Oh, ich wusste, ich hätte ein paar Werkzeuge mitbringen sollen. Ich werde mich ein wenig umschauen und dann zurückkehren. Wohin zurückkehren? Ich will hier gar nicht sein. Es ist zwar dunkel, aber du siehst, dass da die Statue einer Hausangestellten steht. Komisch, sich sowas hinzustellen, oder? Ich weiß auch nicht, irgendwie strange. Wartet, ich speichere nochmal, weil ich nicht weiß, wann uns hier was passieren wird. So, hier haben wir auf jeden Fall einen kleinen Schrank. Kann ich da nichts machen? Scheinbar nicht, ist ja komisch. Es ist ein bisschen lustig, wie sich die Sachen hier so bewegen. Oh, ein kleines Loch im Boden. Ich brauche einen Schlüssel. Okay, da kommen wir nicht lang. Da ist ein Schrank. Da ist eine Uhr an der Wand. Vielleicht kann er auch die Sachen einfach nicht erkennen im Dunkel. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Da ist nochmal eine Tür. Ja, okay, wir brauchen erstmal irgendein Licht. Da hast du ja auch recht mit. Wir können schräg gehen. Schräg ist Gold. Perfekt. Hier sind Pflanzen. Die Tür ist nur an die Wand gemalt worden. Ach, das ist übrigens auch einer der, wie nennt man das? Der Vorlagen sozusagen. Witch's House, Mad Father und Corpse Party. Ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche vor allem Licht. Ich sehe nichts. Oh. Ah, oh, wartet. Oh. Woher kommt diese Musik? Ich höre gar keine Musik. Ich habe aber auch den Sound nicht besonders laut eingestellt. Ah, jetzt höre ich es aber besser. Oh, hier ist ja richtig hell. Da, seht ihr, da ist die Music Box, die dem Spiel ja auch den Namen gibt. Das Piano ist voller Staub und Spinnenweben. Die meisten Tasten sind kaputt und dadurch kann man das Piano nicht mehr nutzen.
Die künstliche Pflanze ist voller Staub. Die Schublade ist leer. Auch die Schublade ist leer. Oh, versperrt. Hier haben wir ein Bett. Das Bett wurde wohl zerschreddert. Als wäre ein Biest, oder als hätte ein Biest seine Klauen hineingefahren. Ist ja schrecklich. Hier ist auch wieder leer. Leer. Hier haben wir nochmal eine künstliche Pflanze. Ich gucke nur einmal hier kurz, dass wir nichts verpassen. Hier sind große Löcher. Ich sollte aufpassen, wo ich hinlaufe. Ich könnte in eines davon hineinfallen. Oh, okay, ja, dann bin ich vorsichtiger. Das wusste ich nicht, dass er da wirklich reinfallen kann. Ein Teddybär. Oh, ich frage mich, wer diese Musikbox angestellt hat. Was? Es dreht sich selbst auf. Oh, Mama mia. Ich kann nichts sehen. Oh. Hä? Was ist das? Was ist das? Ein Licht, eine Laterne. Ich hoffe, die funktioniert. Tja, ich schätze, hier ist niemand. Sollte ich wohl wieder hinausgehen und ein paar Werkzeuge holen. Diese Musikbox ist wunderschön. Ich glaube, die nehme ich mit. Die benutzt ja sowieso keiner. Eine Musikbox erhalten. Da ist ja eine Karte unter der Musikbox. Ah, wir haben eine Karte, also Karte erhalten. Eine Map. Okay. Na, hoffentlich ist hier wirklich nichts. Wartet mal kurz. Ich glaube, wir sollten nochmal einmal speichern. Und... Ah, okay, hat sich nichts Neues ergeben. Ich dachte nur. Und vielleicht könnten wir hier nochmal schauen. Ah, die spielt einfach verschiedene Musikstücke. Ist das da jetzt vielleicht auf? Nee, ist immer noch versperrt. Uff, das ist ja Blut. Ich hoffe, das ist nicht, was ich denke, was es ist. Take the exit. Nimm den Ausgang, also geh durch den Ausgang. Wieso? Frag nicht. Es wird mein sein, es ist mein. Oh. Darf ich bitte gehen? Adieu. Bestimmt ist die Tür zu. Was? Die Tür. Sie ist fort. Wie? Oh, sie ist fort, komplett weg. Das ist unmöglich. Wie kann das überhaupt geschehen? Wenn das ein Scherz sein soll, habt ihr mich erwischt. Aber lasst mich bitte raus. Gut, ich werde schon selbst einen Weg hinausfinden. Ich werde selbst einen Weg hinausfinden. Ich will gar nicht. Nee, das ist fies. Ah, das ist ein großes Loch im Boden. Waren hier nicht... Ach nee, oh, sorry, ich bin gerade ein bisschen durcheinander gekommen mit dem Layout hier. Oh Gott, okay, da rechts könnte man auch weiter... Ich frage mich, warum die auf dem Boden liegen. Ha, was ist das denn? 3-7. Ich vermisse sie so sehr. Es war alles meine Schuld, dass sie gestorben ist. Wieso konnte nicht ich stattdessen sterben? Das scheint der einzige Eintrag zu sein. Ich sollte auch nach dem Rest suchen. Das Einzige, was ich hier sehe, sind alte, staubige Bücher. Nichts Interessantes. Ja, wer hätte das gedacht? Die Uhr funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Vielleicht ist hier noch was. Nee, ein leeres Regal. Und da ist die Statue. Oh, es scheint, als müsste etwas in ihre Hände gelegt werden. Alles klar. Das ist leer. Das ist auch leer. Ist bei ihr auch so, dass da was... Ja. Das ist also Teil eines Rätsels. Die Tür ist alt und schwach. Scheint, als könnte man sie aufbrechen. Nee, wir hören erstmal. Oh, ich höre schwaches Atmen von der anderen Seite. Oh, 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 ich werde es mal aufbrechen, aber so, vorher gespeichert. Okay. Ne? Okay, es scheint ein Badezimmer zu sein. Hier kann man übrigens nicht drüber laufen über dieses eine hier. Vielleicht passiert da gleich was. Alt und unbenutzt. Es stinkt. Was haben wir da? Oh. Dieser Spiegel. Die Reflexion ist seltsam. Was? Wieso?
Oh mein Gott! Ich habe ihn umgebracht. Ich habe ihn umgebracht. Es tut mir so leid. Wie habe ich das denn geschafft? Ich bin scheinbar tatsächlich in das Loch irgendwie reingefallen, was da irgendwie war. Okay, wir gucken nochmal. Ich meine, da ist auch Blut, ne? Wird schon angedeutet. Ich weiß, hier muss etwas Nützliches sein. Ah, okay, ein Notenblatt gefunden. Ich frage mich, was das an so einem seltsamen Ort wie diesen zu suchen hat. Was war das? Komm mit mir spielen. Ich muss hier raus. Okay. Ja, nein. Ja, es ist versperrt, nein. Ich muss es aufzwingen. Okay. Ich hab's geschafft. Oh, ich hab's geschafft. Und ist nicht hinterhergekommen, oder? Oh, krass, Mann. Krass. Das ist nicht lustig. Was ist passiert? Nee, da gehe ich nicht wieder rein. Ja, finde ich gut, Mario. Das ist sinnvolles Horrorspielverhalten. Warte, ist das nicht die Prinzessin? Prinzessin! Ich glaube, sie hat mich nicht gehört. Ich sollte ihr hinterher. Momentchen, aber wieso ist sie hier? Ich bin doch hierher gekommen, ohne ihr Bescheid zu sagen. Könnte sie vor mir hier gewesen sein? Nein, das ist sie nicht. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Oh! Oh, okay. Hier ist eine umgestoßene Pflanze. Was ist das da? Kann ich mir scheinbar nicht angucken. Das da auch nicht. Was ist denn hier? Okay, die wurden durchsucht schon, die Schubladen. Als hätte jemand verzweifelt nach etwas gesucht. Ist ja blöd. Und wieder künstliche Pflanzen. Ist hier noch irgendwas? Oder da? Alt und kaputt. Ich glaube, hier ist nichts Nützliches. Oh, ein Garten. Wie cool. Was steht denn da? Bitte? Schwimmen in dem Wasser. Also wahrscheinlich nicht schwimmen, oder? Sieht allgemein nach nicht einer guten Idee aus, muss ich sagen. In diesem Wasser zu schwimmen. Huch, wo bin ich? Ist hier irgendwo was zu finden? Ich weiß nicht. Ich guck mal, was passiert, ja? Das Wasser ist still. Es hat nicht mehr seine normale Farbe. Hinüberschwimmen? Gucken wir mal, was passiert. Ich fühle mich nicht so gut. Was ist dieses brennende Gefühl in meinem Körper? Bäm. Wahrscheinlich war das Säure. Hatte ich nochmal gespeichert übrigens? Oh mein Gott. Oh, ich finde das ja super hier, dass man jederzeit speichern kann. Das ist richtig geil. Ideal. Ah, okay, naja. Müssen wir nur kurz hier wegklicken. Du darfst doch nicht darauf reinfallen. Das ist doch Blödsinn. Also müssen wir erstmal hier rechts weiter, scheinbar. Oh, warte, ich speichere nochmal. Schade, dass es nur 3 Files gibt. Huch. Was? Habe ich was gehört eben? Alte Papierschnipsel stecken zwischen den Büchern. 1.7. Ich habe ihn zum ersten Mal getroffen. Er war perfekt. Er war ein wahrer Gentleman. Ich liebe ihn. 4.7. Ich wusste nicht, dass ich so enden würde, wenn ich bei ihm bin. Irgendwie überredet er mich dazu, das zu tun. 7.7. Jemand möge mich aufhalten. Ich kann es nicht aufhalten. Ich habe meiner Familie schreckliche Dinge angetan. Als du dir das alte Foto hinter... Oder du guckst dir eines der alten Fotos näher an. Aha. Sieht aus wie ein Hochzeitsfoto, aber ein schlechtes. Wieso sind die Gesichter so geschwärzt? Ich sollte mich umschauen und versuchen, irgendetwas über dieses Pärchen herauszufinden. Hä? Was war das? Was denn? Ich weiß nicht, was du meinst. Ist alles gut? Oh nein, schon wieder ein Spiegel. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich diesen Spiegel anschaue. Okay, ich sollte von ihm fortbleiben. Das ist schon ein bisschen gruselig hier. Ich weiß auch nicht. Was passiert denn, wenn ich jetzt nochmal an den Spiegel gehe?
Nee, er sagt nur nochmal das Gleiche. Okay, na gut. Oder hier ist wieder was am anderen Ende. Oh, oh je. Okay, na gut, ihr Lieben. An der Stelle mache ich aber mal einen kleinen Cut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Mario The Music Box wieder. Ich freue mich drauf. Also, dann bis dann. Ciao, ciao.